Leute, hi Leute, heute zeige ich euch meine Zeichnung. Ja, und die erste Seite ist unwichtig, das ist auch mein Lieblingssmiley. Das ist mein Schleichzinker, das ist meine Unterschrift. Das ist Ginger. Eigentlich die Farben von dem Ratte-Pro-Pferd, der Zinker. Und hier ist mein Schleichzinker. Also man sieht schon die Ähnlichkeit zwischen den beiden. Nur der ist halt dünner und hat längere Beine. Das ist eins meiner allerersten Mangas. Ja, das sind die Hunde. Das ist meine, einmal die neue. Panda. Lady geht zum Glück weg. Also noch vielleicht. Jack. Und der kleine Henry. Unsere Frettchen. Und Smarty ist der Beste. Das ist meiner. Ja, okay, wieder hin. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Ich finde die Konturen sehr schön. Vor allen Dingen mag ich die Art, wie das Pferd steht. Also soll eigentlich ein Jungpferd sein. Sieht man vielleicht auch an den längeren Beinen, einen kurzen Körper. Einen jüngeren Blick. Hehe. Nice. Aber ich mag das Pferd einfach. Ich mag Pferdtechnik besonders gerne. Meine Unterschrift. Dieses Bild ist übelst cool. Also alle anderen meinen geil. Ich liebe es einfach nur, weil ich das sehr mag. Dann die Schattierung, die habe ich, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Kopfhörer, jo. Erinnert mich an einen Jungen. Der ist Luca Küssner. Ich habe den einfach als Mensch genommen, hab den dann als Pferd umgemacht. Ist aber eine Stute. Auch eins meiner allerersten Mangas. Ich denke, das ist mein Bestes. Interpretation von großer kleine Fische. Lola. Angie. Und Oscar. Und das ist einfach ein kleiner Fisch. Dieses Pferd habe ich mal im Unterricht gezeichnet. Also ich liebe die Männer und den Schweif. Ja, und dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Bild. Ja, also das ist ein Bild von Ratte-Pro, das habe ich auch mal selber gemalt. Ruhe, 2011. Ich bin im Sommer in der ersten Woche direkt da. Vielleicht hatte ich wieder Hank, Dreamer, Nico, Ika oder Missy. Natalie würde gerne Speedy oder Omar reiten. Das Bild finde ich auch sehr schön. Ich liebe diese aufgebauschte Mähne. Das Set an sich finde ich auch sehr cool, vor allem mit dem Blitz auf dem Rücken. Das ist ein Bild von König der Löwen. Eine Kuh ist geiler Blick. Freie Hand gezeichnet. Hier habe ich einmal Simba gezeichnet. Bling! Nein. Da habe ich mich einfach mal als Manga gezeichnet. Jetzt habe ich aber braune Haare und bin auch nicht ganz so hübsch. Das ist mein Hund. Auch mal abgezeichnet. Das Pferd, das finde ich echt cool. Das hat eine lesenswerte Besonderheit, extrem lange Mähne und werfende Schönheit und hervorragende Schnelligkeit. Farben. Also die Mähne ist wirklich lang. Hier ist der sehr lange Schweif. Das ist, glaube ich, schon, sie ist eine Araberstute. Das finde ich auch sehr gut. Das habe ich auch selber gemalt. Also, ich habe einfach die Spirit von genommen. Habe sie anders umgezeichnet. Besonderheiten hat nur einen einzigen Fleck und rennt schneller als der Blitz. Deswegen ist hier oben auch ein Blitz eingezeichnet. Ja, okay, das finde ich richtig cool. Also, ich kann auch Graffiti sehr gut. Da stehen alle möglichen Ruheponys drauf. Zum Beispiel Simsa, DJ Bobo Fifikus, Snuffel, Puma, Smarty, Papa Schlumpf, Mieze, Knut,
Okay, Missy nicht, aber Missy liebe ich trotzdem. Nikita. Lachendes Pony, ein Stern. Das ist mein Lieblingsstern. Aber ich finde das auch schon die Art, wie das gezeichnet ist. Also alle finden das jetzt geil. Und das habe ich auch selber gezeichnet. Ist logisch. Die waren so ganz leichte weiße Stellen. Jetzt haben wir schwarz. Und dann sind sie wieder ganz leichte weiße Stellen drin. Und einfach an Farbe, das springt. Das kann man jetzt vielleicht nicht ganz erkennen. Das ist ein mit Edding gemaltes Bild, wo ich dann wieder was drüber geklebt habe. Also wenn man das jetzt so selber sieht, merkt man das glaube ich auch. Hier ist noch wieder meine Unterschrift. Und das Bild liebe ich besonders. Das soll ein Wolf im Schnee sein. Da ist Damon. Wie wohl ist Schnatz? Ich liebe diesen Hund einfach. Ja, und das war's dann. Ciao.